Der Heiko Thieme Club. Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Thieme Club. Es ist Montagabend. Wir haben jetzt gleich 22 Uhr. Was haben wir vor? Die Notenbanken haben gesprochen. Ich will von dir wissen, was sie gesagt haben. Clubmitglieder fragen. Heiko antwortet, haben wir auch wieder einen ganzen Sack voll bekommen. Bitcoin vor dem Halving, eins deiner Lieblingsthema. 3 Monate nach dem ETF. Wenn wir auch mal kurz draufschauen. Und dann der große Aufreger aus deutscher Sicht. Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt nicht mehr in Adidas, sondern in Nike. Und das nach 70 Jahren. Boeing löst ebenfalls ab, und zwar sein Management. Die ziehen jetzt da die Reißleine. Und der DAX, ja, Heiko, der macht immer munter weiter mit seinen Rekorden, auch in dieser verkürzten Woche. Also mir fällt auf, dass die Marktbeobachter zwiegespalten sind. Die einen, die zittern, ja, die zittern, um Gottes Willen, die Höhe ist so groß, und sie rufen verschreckt, der Markt ist überhitzt. Und die anderen, ja, sie jubeln. Irgendwie, weil es bis zum nächsten Tausender nicht mehr so sehr weit ist, und sagen, alles solide, alles im Griff. Ich kann mir fast die Frage schenken, zu welchem Lager du gehörst. Ja, ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wir sind in einem Wahljahr, und die Börse, die den Takt vorgibt, ist die Wall Street. Und die sagt, in einem Wahljahr seit 1950 nicht, also nie passiert, dass wir keine positive Börse haben. Das konnte man ja schon vom Jahresanfang, also mit einpreisen sozusagen. Man wusste, es geht nach oben. Die Frage nur, wie weit es nach oben geht. Darüber sagt dieser Indikator ja nichts aus. Und meine Prognose war beim Dow Jones, war es 42.000. Das ist wahrscheinlich im Nachhinein etwas zu konservativ, aber damit kann ich leben. Und das Gleiche beim Standard Poor's 500 Index, die 5.500 Marke, wird auch wahrscheinlich überschritten werden. Und beim DAX, die 19.000 Marke, muss wahrscheinlich eher 20 heißen. Aber das lasse ich mal so im Raum stehen. Warum? Da gibt es eine einzige Begründung, wenn man es auf den Punkt bringt. Man könnte jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Machen wir es ganz kurz. Das ist die Liquidität. Wir haben exzessive Liquidität. Wir haben ungefähr bis zu 10 Billionen, bis zu 10.000 Milliarden, die nach Anlagen suchen. Und da ist der Aktienmarkt die liquideste Form der Anlage. Der Immobilienmarkt ist zurzeit nicht unbedingt sehr attraktiv, obwohl ich meine, wir haben es ja gesehen mit Vonovia, das war die Empfehlung, die war gar nicht so falsch zu sagen, Vonovia in unteren 20ern oder in den hohen 10ern konnte man Vonovia gut kaufen. Aber was läuft, sind Unternehmen, die Gewinnperspektiven haben, wo sie nicht eintreten, sondern bestraft, muss man auch wissen, da gibt es hohe Volatilitäten dabei. Die glorreichen 7 sind mittlerweile die glorreichen 5, beziehungsweise ersetzt durch andere, nicht wahr, kommen noch hinein. Also da verschiebt sich auch etwas. Oder aus europäischer Sicht sind es dann die glorreichen 11, ne? Die Granolas. Das die sind Granolas auch wieder ausgegraben worden die Woche, ja. Genau. Man besucht immer wieder ein Etikett, was man da so plakativ in den Markt stellen kann. Und ich bleibe dabei, antizyklisch, das, was fällt, wird für mich auf die Beobachtungsliste gesetzt und meist auch attraktiv, heute auch ein Schuhhersteller, nicht wahr? Puma hatte ich vor ein paar Wochen schon genannt, auch bei mir auf meiner Seite von Instagram mal. Jetzt heute, um es gleich vorwegzunehmen, ist es also tatsächlich auch wieder mal die Nike. Warum? Die ist über 20% gefallen vom jüngsten Höchstniveau, nicht vom absoluten, so weit mehr gefallen. Und bei der Adidas muss ich jetzt nicht dabei sein, auch wenn sie die 200-Euro-Marke sieht, nicht wahr, genommen hat. Ich habe sie bei 96 empfohlen, da war es mutig, wo er sagte man, wieso Adidas, ja, weil sie so weit gefallen ist. Und jetzt, wenn sie 100% gemacht hat, kann man weiter dabei bleiben mit dem letzten Drittel, wer mir gefolgt ist, aber ich würde jetzt sie nicht unbedingt auf dem Niveau jetzt kaufen wollen. Ja, da kann man auch ein paar Trikots dann davon kaufen, dann auf jeden Fall. Das ist richtig. Aber Notenbanken letzte Woche, das war ja irgendwie ein ziemlich wilder Ritt. Das ging ja los mit Japan. Japan hebt an. Ich habe gehört, historisch war diese Anhebung. Ich meine, sie war homöopathisch, guten ja. Vorzeichenwechsel, wie auch immer. Die FED, die hat nichts gemacht, das war auch so erwartet. Die Schweizerische Nationalbank, die SNB, die senkt. Also es hätte eigentlich ja für alles irgendwie auch Gründe geben können, sich anders dann zu entscheiden. Aber jetzt so mit so ein bisschen Abstand. Wie siehst du jetzt die Situation bei den Notenbanken? Haben die es richtig gemacht? War da jetzt was Historisches dabei? Oder? Generell arbeiten sie richtig. Sie machen es datenabhängig. Und bei mir, was ich bei den Notenbanken primär im Fokus habe, ist einmal die Federal Reserve in den USA, weil sie den Zinstrend global eigentlich vorgibt oder mit beeinflusst. Und dann für uns in Europa die EZB-Vorlage hat. Das sind so die beiden Personen, die bei mir im Vordergrund stehen. Dann die Engländer so als Nebengeräusch auch, also sie machen eine richtige Strategie auch. Die Japaner machen sich gut, wenn man so will, sie haben ja ein ganz anderes Problem als wir, nicht wahr? Sie haben ja eine deflatorische Entwicklung, versuchen eine Inflation anzuheizen. Auf Teufel komm raus, das fände ich nicht so ganz einfach. Aber die japanische Empfehlung übrigens war bei uns nicht schlecht. Wir haben ja Japan empfohlen, da war der Nikkei-Index unter 27.000 bis 25.000.
jetzt beim neuen Höchststand bei 40.000 muss ich jetzt nicht sagen, jetzt kaufen. Also, da muss man auch wieder verstehen, auch die neuen Mitglieder bei uns. Als Antizykler ist das für mich, sagen wir mal, in ein, zwei Sätzen gesagt, interessant, was fundamental in Ordnung ist oder Fantasie hat und mindestens von den vorangegangenen Höchstständen, nicht den absoluten Höchstständen, den vorangegangenen jüngsten Höchstständen der letzten 12 Monate, mindestens 20% gefallen ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Um dann in mich in 3 Tranchen einzukaufen mit Abständen von jeweils 15%. Und das ist der typische Antizykler. Ich mache das, was keiner will. Und dann hoffe ich, wenn ich was gemacht habe, dass es nochmal fällt, was auch gewöhnungsbedürftig ist. Und wenn es beim dritten Mal dann noch weiter fällt, dann muss ich natürlich ein bisschen zittern, dann kommt die Beetphase hinzu. Aber wenn man die überstanden hat, sollte man eigentlich auf 12-Monats-Sicht eben auch Erfolge zeigen, die hoffentlich sogar in der 20%-Kategorie liegen. Aber du hast ja gesagt, also nicht nur quasi der gefallene Kurs an sich ist jetzt entscheidend, nein, sondern es muss auch fundamental und dann, in das Ordnung ist ganz sein. Ja, also es sonst kann, wenn ein Wert für 20% fällt und es nichts wert, dann sage ich, okay, dann lass ihn weiter auf Null fallen. Es muss tatsächlich, Management muss stimmen. Oder jetzt zum Beispiel, wenn man mal aktuell genommen, wie die Boeing-Aktie heute, wenn das Management geht. Ja, das war eigentlich klar, wenn das Management, obwohl man kann, da kann der CEO was dafür, dass da die Schrauben falsch sind bei Boeing, dass eine Tür rausfällt. Ja, in irgendwo Qualitätskontrolle fängt oben an. Der Kapitän, auch beim Schiff, muss eben die ganze Last tragen. Er ist dafür verantwortlich. Bleiben wir bei den Fakten. Wall Street bringt Schnitt 10% im Jahr ein, inklusive Dividendenrendite. Und der DAX, der jetzt 36 Jahre existiert, bringt ungefähr 8% ein. Das ist der Unterschied. 10% und 8%, die man hat. Und wenn man das mal als Basis nimmt, das ist ein bisschen ernüchternd, aber auch realistischer, langfristig, das ist projizierbar. Warum? Das ist projizierbar mit Produktivitätssteigerung, mit Gewinnsteigerungen, die da sind. Und eine gewisse Inflation, die noch mit einer Rolle spielt. Wenn man die Inflation mit abzieht von 2-3%, kommt man dann auf die Zahlen 5-7% USA und 5% in Europa, also auf den DAX bezogen. Das sind die normalen Zahlen, mit denen man arbeitet. Das ist für den einen oder anderen ernüchternd, aber die Realität muss auch mal genannt werden. Und genau. Aber das Schöne ist ja auch, dass hin und wieder mal die Kurse fallen. Das ist ja dann für jemanden wie dich und deiner Strategie ist das ja dann unter Umständen ein Signal, jetzt da einzusteigen. Und schau mal, ich habe das jetzt beim Fall bei mir, ich mache ja auch diese die Shorts, also 1-Minuten-Sendung in Instagram. Jetzt ja, und wie viele Follower hast du? Hast du sie nachgezählt? Jetzt 100, nein, nicht nachgezählt. Ich bin jetzt, zurzeit sind also 100, ein bisschen mehr als 160.000. Das soll angeblich die höchste Zahl von Followers sein im Finanzsektor in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengenommen, also im deutschsprachigen Raum. Und das muss ich sagen, als einer, der im 9. Jahrzehnt seines Lebens ist, ist vielleicht ungewöhnlich, weil die Leute, was, dieser Mann, manche sagen, ja, komm mal gut, der sieht ja auch wie ein Weihnachtsmann an, und dann sagen andere, ja, aber sie ist aber ehrlich, nicht wahr? Weihnachtsmänner sollten ja generell ehrlich sein und eine gewisse Fantasie auch beflügeln. Kurzum, ich versuche es mit einer ganz simplen Überlegung, und eine Minute ist ja nicht sehr lang. Wenn dann nicht viele Fragen kriege, dann plötzlich kann ich sagen, ich kann die Bibel nicht in einer Minute zusammenfassend erläutern, das geht nicht, und vorlesen. Da müssen Sie das selber empfinden. Ich versuche hier klar zu sagen, 2-3 Sätze zur aktuellen Sache, wie heute zum Beispiel gesagt, passt auf, Deutschland hat nochmal oben einen draufgesetzt, in der Osterwoche einen neuen Höchststand, wozu bröckelt etwas ab, ist gar kein Problem, aber was ist die Idee des Tages? Da greife ich mal in diesem Fall auf die Disney zurück, weil ich Disney mache wegen Bambi. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.